Wir sind um kurz vor halb sieben auf die A42 in Fahrtrichtung Dortmund alarmiert worden. Man hat uns einen Verkehrsunfall mit brennenden PKWs gemeldet. Und diese Meldung hat sich dann auch sehr eindrucksvoll bestätigt, als unsere ersten Kräfte hier eintrafen. Insgesamt 5 Fahrzeuge standen nach vermutlich einem Auffahrunfall in Vollbrand. Insgesamt gab es 9 Verletzte. Gott sei Dank befand sich aber niemand mehr in den Autos. Die meisten waren leicht verletzt, 7 leicht Verletzte und 2 etwas schwerer Verletzte. Das Feuer selbst konnten wir mit mehreren Strahlrohren schnell eindämmen. Aber die Autobahn musste in Fahrtrichtung Dortmund für eine längere Zeit voll gesperrt werden.